Guten Tag. Ich schon wieder da. Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Hallo liebe Fanatics und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Und heute machen wir wieder hier experimentelles Podcasten, denn ich habe zu meiner Rechten im Benanza-Bus natürlich meinen Sohn Oscar. Hallo. Zu Gast. Und das ist schon besonders genug, aber wir wollen es noch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben, denn wir haben keine Zeit, hier einfach nur rumzustehen und zu podcasten, denn wir müssen beide ins Stadion. Gleich Hallo. Spielt der 1. FC Köln gegen FC Bayern München, Oscar. Ja. So sieht's aus. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir sitzen hier wie so zwei Piloten vorne auf den beiden Vordersitzen vom Bus, mit Headsets auf dem Kopf, sehen, glaube ich, aus, als ob wir gleich die Flügel rausklappen und losfliegen wollen. Aber stattdessen wollen wir eigentlich nur den Motor starten, wenn ich denn den Schlüssel finden würde. Das ist jetzt natürlich... Ich bin gespannt, wie das dann klingen wird am Ende. Ja, das wird vielleicht ein bisschen scheppern. Wie gesagt, das ist experimentelles Podcasten. Hier ist der Schlüssel. Oh, für mich selbst ist es auch so voll ungewohnt. Man hört die Sachen echt, wir hören das ja auch selber, man hört sich echt, als würde man, keine Ahnung, über... telefonieren oder sowas, dabei sitzt man einfach nebeneinander. Das ist total ungewohnt, auch dass man sich selber so hört. Und jetzt werden wir beweisen, dass Männer doch multitaskingfähig sind, denn ich starte die das Maschine. Das ist wichtig für uns hier. Denn ich glaube, bis man das jetzt freisprechen, ne? Das ist ja nicht verboten, was wir hier machen. Wir haben ein Headset auf dem Kopf, das ist nicht anders als zu telefonieren, auch wenn du direkt neben mir sitzt. Ja, keine Ahnung, wir telefonieren quasi auf Kurzstrecke. Genau, also Vater und Sohn gehen heute gemeinsam ins Stadion, um sich den grandiosen Sieg des 1. FC Köln gegen den Rekordmeister Bayern München anzugucken. Mhm. Es ist stürmisch draußen, denn das Sturmtief wahrscheinlich, Viktoria, hat Sabine abgelöst und heute Morgen stand schon in der Zeitung, dass das Spiel schon wieder abgesagt werden könnte. Aber wir fahren jetzt einfach mal los. Es wird schon, hoffen wir mal. Oscar, mein Sohn, kannst du dich noch erinnern, wann wir das erste Mal zusammen im Stadion waren? Hast du noch irgendeine Erinnerung daran? Puh. Konkret nicht, aber ich erinnere mich auf jeden Fall an ein paar, ich sag mal, Szenen habe ich da im Kopf. Ich erinnere mich jetzt nicht an ganze Spiele oder sowas, aber ich weiß noch, wenn wir dann auch mal zu zweit oder auch mit noch anderen, also mit noch Geschwistern von mir im Stadion waren, waren auf jeden Fall ein paar tolle Szenen dabei. Woran ich mich sehr gut erinnere, war der Sieg von Köln. Ich weiß gar nicht, gegen wen war das noch gleich? Es war irgendwie ein 4-1 oder sowas. Ich habe es gerade gar nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben die komplett abgefertigt und das markierte irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, den Aufstieg wieder. Also danach sind sie dann wieder aufgestiegen in die erste Liga. Ich meine, das ist jetzt klar, es schwankt immer so ein bisschen, aber... Ja, ich kann das sagen. Also ich weiß, dass wir, ich bin mir nicht sicher, ob es das erste Spiel war, aber ich weiß, dass wir gegen Hoffenheim, damals zweite Liga, beide... im Stadion waren und da hat noch der Novakovic gespielt, wo du immer gesagt hast, der Komische. Daran erinnere ich mich nicht. Der hatte so eine Hitler-Frisur und ein relativ großes Kinn. Hat aber auch gute Tore geschossen. Und der Komische, der war dir dann aufgefallen. Das erste Mal, als du im Stadion warst, weiß ich noch, da warst du 3 Jahre alt. Ich weiß aber nicht mehr, ob es dieses Spiel war. Ich glaube, du warst davor schon mal mit uns auf der Südtribüne mit der ganzen Bande. Und so als Kind weiß ich auch nicht, ob du das dann so uneingeschränkt cool gefunden hast oder ob dir das zu laut war oder so, aber offensichtlich hast du ja keine negativen Erinnerungen daran behalten. Ja, ich habe kaum Erinnerungen dann. Woran ich mich erinnere ist, als du mir einmal gesagt hast, dass eben Köln abgestiegen ist in die zweite Liga und ich dann nur gefragt habe, und ist das jetzt der zweite FC Köln? Ja, das stimmt. Das ist hier so kindliche Logik. Eigentlich das habe ich völlig vergessen. Das habe ich aber damals gefragt. Das war, habe ich schon kombiniert hier. Ja, und ich glaube, so für euch Kinder war beim Stadionbesuch anfangs vor allem auch dieses Hymne singen und mit dem Schal wackeln und so weiter. Das war, glaube ich, so diese Einmarschmelodie. Mir stand zu dir, FC Kölle. Das war, glaube ich, für euch so das Besonderste, ne? Klar. Das ist auch immer noch geil, ist ja klar. Es gehört einfach dazu. Ja. Also generell, die Atmosphäre ist super, super wichtig. War schon damals so. Ja. Und ich weiß auch noch, dass du mal irgendwann zu mir kamst. Ich meine, man kann das hier, glaube ich, sagen.
Du gehst inzwischen, glaube ich, ganz gerne mit mir Fußball gucken. Wir machen das ja manchmal auch im Urlaub. In Polen waren wir auch im Stadion. Das hast du hinterher auch dann auch in einem Podcast, glaube ich, darüber geredet, oder? Das kann sein, ja, dass ich das mal erwähnt habe. Also wenn ja, dann kann das jetzt hier oben rechts eingeblendet werden. Ja, und dann gehst du ja dann auch recht leidenschaftlich ab, wenn wir zusammen Fußball gucken. Ja, nicht nur Fußball, ne? Ja. Aber vor allem Fußball ist ja klar. Ja, nee, aber dann auch so, dann entwickelst du auch so einen richtigen Ehrgeiz. Was man aber, glaube ich, auch sagen darf, ohne dir zu nahe zu treten, so eine Begeisterung zum Fußball selber spielen, hast du, glaube ich, nie wirklich entwickelt. Ich werde das nie vergessen, als ich mit dir mal im Garten den Test gemacht habe, ob du ballaffin bist. Und den Ball, du hast mich irgendwie vollgequatscht, ein kleiner Oscar im Garten, quack, 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 quack. Und ich habe einfach einen Ball genommen und direkt vor deinen Füßen entlang so gepasst und habe geguckt, ob der Fuß rausschnellt. Aber dein Blick ging nur dem Ball hinterher und ließ ihn irgendwie ins Gebüsch laufen und du hast einfach weiter quack, 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 quack erzählt. Da wusste ich, nee, das ist kein Fußballer. Ja, ich war schon immer eher ein Mann großer Worte. Deswegen passt es ja auch jetzt hier im Fußball, über Fußball zu sprechen. Wie gesagt, Fußball ist ja für alle da und das finde ich auch irgendwie ganz, ganz interessant. Es gab nämlich auch mal die Geschichte, wo du, das ist jetzt ein paar Jahre schon her, zu mir gekommen bist und gesagt hast, weißt du was, Papa, früher habe ich immer nur gesagt, dass ich FC Köln-Fan bin, weil ich das so gefreut habe. Aber inzwischen bin ich das wirklich oder irgendwie sowas. Das war sehr witzig. Das hat sich dann so eingebürgert irgendwie. Also am Anfang war ich halt, das ist ja klar, so ein kleines Kind, das ist dann halt das, was der Vater auch ist. Ja. Habe ich da so ein bisschen dann halt drangehängt. Und mit der Zeit kam das halt wirklich so. Also ich selbst, ich bin jetzt ja kein Hardcore-Fan oder sowas. Ich habe meistens sogar nicht mehr die ganzen Spielergebnisse im Kopf. Aber wenn man dann mal im Stadion ist, dann, ja, dann genieße ich das auch. Also dann ist es auf jeden Fall schon eine geile Zeit. Ja. Ja, das ist ja auch, das versuche ich auch immer in diesem Podcast hier zu vermitteln, dass eigentlich es auch egal ist, ob da jetzt die eigene Lieblingsmannschaft spielt oder nicht. Das ist einfach so ein Erlebnis. So ein Stadionbesuch ist ja auch so ein Erlebnis. Wie gesagt, im Urlaub, wenn wir da zu einer polnischen Mannschaft gehen, dann ist uns das im Zweifel auch egal, wie das Spiel ausgeht. Aber die Atmosphäre dann aufzusaugen, das ist schon was Besonderes. Das macht schon Spaß. Und sich einfach mal anzuschauen, jetzt in dem Fall von Polen zum Beispiel, wie dann eben die anderen Sitten und sowas sind bei den Fans da eben. Das ist auch echt cool, sich mal anzuschauen. Halt. Das ist ein Teil von Tourismus einfach, sich zu schauen, wie halt die Fußballtraditionen und Sitten da sind. Einfach. Ja, das ist auch vielleicht Teil der Kultur. Dann. Ja. Ein Stück weit Fußballkultur ist da auch unterschiedlich. Ich weiß noch, in Paris war ich mal, da hat irgendwie die halbe Kurve gebrannt mit Bengalos und die haben immer geschrien, ici c'est Paris, hier ist Paris, wir sind hier in Paris und so. Und in Deutschland wäre das dann so ein halber Spielabbruch, wenn dann nur ein Bengalo hochgeht. Dann gibt es direkt wütende Unterbrechungen und was weiß ich was. Also das, ja. Was ich ja ganz geil fand in Polen war, als ich das eine Tor so predicted habe einfach. Also wo ich gesagt habe, jetzt schießt er das Tor. Und dann hat er das Tor geschossen und ich bin übelst ausgerastet einfach und habe da die Kurve zusammen geschrien. Die haben gedacht, du bist der härteste Lech Poznan-Fan, den es überhaupt nur gibt. Ja, aber dabei, ich habe mich einfach gefreut, weil ich das Tor so vorher gesagt habe. Ja, und wir haben ja auch, was ja auch immer, das werden wir gleich auch wieder machen, was ja auch immer zum Stadionbesuch dazugehört, ist so eine Stadionwurst zu essen. Und in Polen, die haben auch so diese Kiełbasa, diese richtig fetten Würste da, die haben uns da ja auch geholt, weiß ich noch, in der Halbzeit. Und das war auch ganz cool, weil das, und das zeigen, versuchen wir jetzt ja hier auch zu zeigen, das ist ja nicht nur das Spiel selber, sondern auch die Anreise, dass man sich dann gemeinsam darauf freut, dass man dann irgendwie guckt, wie man da hinkommt und so. Also jetzt hier mit Köln wissen wir das, fahren jetzt gerade über den Rhein rüber und dann gleich Richtung A4, die 555 und dann auf die A4 und dann kurz auf die A1 und auf die Aachener Straße und dann im Stau. Ja. So wird das aussehen. Das ist aber einfach, also es ist dann einfach so dieser Ausflug als Ganzes. Nicht nur, dass man sich ein Spiel anschaut, sondern dass man dahin fährt zusammen, halt schon vorher sich auf das Spiel freut. Bisschen quatscht. Dahinter vielleicht, also nach dem Spiel selbst dann halt über das Spiel redet und so. In der Pause sich halt eine Stadionwurst holt. Wie ist das denn bei dir, wenn du sagst, du bist nicht so ein Hardcore-FC-Fan, dass dir das vielleicht jedes Ergebnis da, du das nachschaust, aber wenn du dann ins Stadion gehst und der FC verliert,
nimmt dich das dann noch ein bisschen länger mit oder kannst du das dann relativ schnell abschütteln? Ah, ich sag mal so, ich ärgere mich natürlich schon. Also es ist halt die eigene Mannschaft, ne? Also von klein auf jetzt. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie dann auch sauer deswegen am nächsten Tag oder sowas. Also ich bin, man ist dann vielleicht ein bisschen enttäuscht so. Ich weiß nicht, so was ich heute erwarten soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Heute ist das dankbarste Spiel, weil alles andere als eine Niederlage ist ein Erfolg. Ja, das stimmt schon. Also die Bayern, das ist, also mich ärgert es trotzdem, weil man dann trotzdem immer so ein bisschen hofft, dass die Überraschung ja, stimmt schon. Da ist. Und ich glaube auch, ich predikte jetzt auch mal eine Überraschung heute. Oh, das wäre ein schmutziges 1-0. Wenn das so ist, dann nehmen wir auf dem Rückweg noch unsere Gespräche auf. Ja, vielleicht sollten wir das sowieso machen, noch so einen kleinen Abschluss. Ja, das können wir wirklich machen. Aufnahme auf dem Weg zurück. Das können wir dann so ans Ende schneiden, oder? Fazit, genau, so ein kleines Fazit dann noch machen. Letztendlich war. Das klingt gut. So, jetzt sind wir hier auf der 5-5-5, jetzt können wir hier mal ein bisschen Feuer machen, hier Gas geben. Mhm. Ja, aber ist es jetzt nicht so, dass der dann das ganze Wochenende Fahrgeld ist? Und in der Schule, wie ist das so, zieht ihr euch mit Fußballergebnissen auf? Du hast ja auch einen Kumpel, der Gladbach-Fan ist beispielsweise. Ja, das Schwein. also ist es jetzt so, wir ziehen uns jetzt nicht irgendwie auf oder so, deswegen, ich beleidige halt diesen Kumpel manchmal als scheiß Gladbacher oder sowas, aber sonst jetzt nicht. Wir meinen das halt nicht ernst, das ist halt nur ein bisschen zum Spaß, sich gegenseitig ärgern. Ja. Dann sagt er zu mir irgendwie, dass er bald nochmal den Hennes vergiften geht oder sowas. So Spaß, also. Ja. Ja, man macht halt so ein bisschen Hitze mit. Wäre nicht das erste Mal. Ey, jetzt kommen mir die Dislikes rein von den ganzen Gladbach-Fans, die getriggert sind davon. Nein, ich hab auch so einen Kumpel, der Gladbach-Fan ist und den versuche ich auch seit einigen Monaten jetzt schon auch hier mal mit ihm einen Termin hinzubekommen. Der ist sehr beschäftigt. Meinst du zum Schlagen, oder? Nein, um ganz normal jetzt über Fußball zu sprechen, weil Gladbach hin, Gladbach her, das ist ja irgendwo auch das Geile am Fußball, dass es diese Rivalitäten gibt. Ja, das gehört dazu. Also ich mag Gladbach wirklich nicht. Die anderen Vereine, die da sozusagen, wo es so eine Rivalität gibt, die Pillen und so weiter, Düsseldorf sowieso, die sind mir fast egal, fast, sage ich, ja, aber bei Gladbach ist es wirklich so vom Herzen, die mag ich einfach nicht. Ja, da hast du auch schon mal drüber geredet, über deine Geschichte, sag ich mal. Richtig. Da hab ich mir sogar angeschaut. Wobei es auch irgendwie, also ich schaue mir deine Podcasts normalerweise nicht ganz an, weil, naja, ich höre deine Stimme ja, viel eh schon. Anzuschauen gibt es da nicht, aber die laufen auch bei YouTube, ne, das meinst du wahrscheinlich. Du bist ja, klar, also ich schaue da mal rein so. Lord Barney ist ja auch ein YouTube-Kanal, den alle, die das jetzt hören, unbedingt abonnieren sollen. Ja, den kann man schon empfehlen, habe ich gehört. Also, wurde mir gesagt. Ich kenne den auch, den Vogel. Aber was ich sagen wollte, ich will den tatsächlich hier in den Bus auch reinholen und über Fußball sprechen, weil diese Rivalität, das werde ich nie vergessen. Damit haben wir uns auch eben auch in Schulzeiten schon aufgezogen und meistens ist es bei Gladbach auch so, dass die leider die Oberhand gewinnen oder Oberhand behalten und ja, dann, wenn dann mal so ein seltener Sieg dabei ist, dann freut man sich halt ganz besonders und das ist auch so für mich ein Grund, warum ich lieber Köln-Fan bin als Bayern-Fan, weil die Bayern-Fans, die erwarten natürlich heute, dass sie gewinnen. Ja, die können sich nur ärgern quasi. Ganz klar und dann sind die sozusagen zufrieden, aber wenn das jetzt ein Unentschieden schon gibt, dann sind die schon komplett gefrustet wahrscheinlich, weil dann sind sie nicht mehr Erster und so weiter. Dann haben sie ihre Erwartungen schon nicht mehr erreicht. Genau. Und das heißt, mehr als ihre Erwartungen zu erreichen, können die eigentlich häufig nicht. Vielleicht gibt es ganz wenige Spiele so gegen Dortmund oder jetzt neuerdings gegen Leipzig, aber ansonsten können die ja nur enttäuscht werden. Da hat Frank Gosen, Echtes Leder war es, glaube ich, da hat er irgendwie gesagt, ein echter Fußballfan muss durch die Täler gegangen sein, um die wenigen Hügel schätzen zu können. Und deswegen hat der FC Bayern München letztendlich keine Fans, sondern nur Zuschauer. Ja, auch da versuche ich natürlich mit einem Vorurteil aufzuräumen, denn du kennst sie auch. Das ist halt auch eher ein nicht ernst gemeinter Spruch, aber ich finde den lustig einfach. Und der hat gerade gepasst. Das sagt man ja immer gerne. Und ich will ja auch hier zwei, du kennst sie, ich werde sie dann noch vorstellen, zwei Bayern-Fans in den Bus holen, die schon seit Kindheitstagen, so wie wir eben Köln-Fans geworden sind, Bayern-Fans geworden, um vielleicht auch mal mit diesem Vorurteil aufzuräumen, dass man nur sozusagen seine Erwartungen bestätigen kann. Das ist meine Theorie, vielleicht war aber noch nie Bayern-Fan, vielleicht ist das ja ganz anders. Letztendlich gibt es ja vielleicht, also ich habe das immer so gesehen, als gäbe es vielleicht auch bei den Bayern-Fans so zwei Gruppen, sag ich mal. Also es gibt so die wirklich Leidenschaftlichen, die sagen, ich bin von meiner Kindheit an mit diesem Verein groß geworden. Ich bin ein Bayern-Fan seit langer Zeit. Bayern ist einfach mein Verein. Und es gibt diese, die sagen, Bayern ist gut, ich bin Bayern-Fan. Also die halt nur wirklich fürs Gewinnen einfach sagen. Und es gibt wirklich viele Leute,
jetzt vielleicht, wenn man älter wird, nicht mehr, aber zumindest in so Grundschule und so, hatte ich das ganz, ganz oft. Ich frage jemanden, was für ein Fan bist du? Der sagt so, ich schaue nicht so viel Fußball. Und dann sage ich, ja, wenn du dich für einen Verein entscheiden müsstest, dann sagt er Bayern. Ja. Weil die gewinnen oft. Ja, das ist wahrscheinlich als Kind auch noch irgendwo, wenn du jetzt nicht so vorbelastet gewesen wärst, familiär, ist es vielleicht auch normal. Meine Eltern waren ja keine Fußballfans und haben mich da überhaupt nicht beeinflusst. Und das hatte ich ja in diesem ersten Podcast erzählt, dass ich dann auch wahrscheinlich Köln-Fan geworden bin, weil die damals das Meisterticket gebucht haben und das Double geholt haben mit Meister und Pokal. Aber ja. Also irgendwo ist es ja auch verständlich, wenn man dann so sieht, dass so ein Verein, ich meine, Köln war dir ja eh schon, ich sag mal, sympathisch wegen dem ganzen Gladbacher Gerede. Also du warst ja so ein bisschen aus Protest auch Köln-Fan. Ja, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, das wusste ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gar nicht, weil ich war 4 Jahre alt und habe dann einfach so aus Trotz eine andere Mannschaft gesagt. Ja, ja. Und das war zufällig jetzt der 1. FC Köln, die zufällig in dem Jahr 78 da das Double geholt haben. Und zufällig sind das die Erzrivalen von Gladbach. Also es passt jetzt irgendwie am Ende ganz gut zusammen. Und zufällig sind wir dann auch familiär bedingt irgendwann Ende der 80er ins Rheinland gekommen, was wir ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht waren. Also es hat sich gefügt, würde der Rheinländer sagen. Und ja, insofern bin ich damit auch ganz glücklich und happy. Und jedes Mal wieder, wenn wir hier ins Stadion gehen, das wird gleich auch wieder so sein, und man dann diese Atmosphäre und die Lieder, Alter, das ist wirklich für mich so das Beste, weil das nicht so gefakte Fußballlieder sind. Das habe ich schon zigmal gesagt, aber das ist einfach ein Unterschied zu zumindest sehr vielen anderen Stadien. Du hörst da Musik, die weder aus der Hitparade ist, sondern das ist Musik, die in der ganzen Stadt läuft, jetzt in der Karnevalszeit. Nächsten Donnerstag ist Weiberfastnacht sowieso. Das geht so ineinander über das ganze Jahr. Und wenn die Tore fallen, dann klingelt der Trommelsche oder jeder Trommelsche rum und sowas. Das ist einfach, das macht einfach Spaß. Das muss man einfach sagen. Ja, das stimmt schon. Um jetzt aber nochmal auf deine Frage von eben zurückzukommen, ob das dann auch irgendwie sowas mit Aufziehen und sowas gibt. Also bei meine Kumpels sind ja, also ich habe einen Kumpel, der war Bayern-Fan, und den habe ich mehr oder weniger dann überredet, dass er auch Köln-Fan wurde, obwohl ihm Köln halt auch sympathisch war, aber da habe ich auf jeden Fall meine Mission erfüllt. Dann habe ich eben diesen einen Gladbach-Fan als Kumpel und auch einen, der Leverkusen-Fan ist. Eieiei. Ah, das ist schon übel, ne? Ja. Und dann auch noch einen, der irgendwie so gar kein Fußballfan ist. Aber an sich, also, wir bleiben da eigentlich schon fair, sag ich mal. Also sind da eigentlich schon, keine Ahnung. Ich habe ja, wie gesagt, meistens die Spielergebnisse nicht so genau im Kopf. Vielleicht so ungefähr. Aber alles in allem, ja. Was ich noch auch erzählen könnte, dieser eine Kumpel, der Leverkusen-Fan ist, der kommt ja ursprünglich aus Griechenland und war da auch schon im Stadion. Also der ist da Pauk-Fan. Okay, Paok Saloniki ist das. Ja. Und der hat mir auch erzählt, mal in Schulpausen und so, wie es halt da so aussieht. Und da sind die Leute halt auch echt noch mal eine Spur extremer. Also da gibt es auch sehr viele Fangesänge, die halt auch komplett beleidigend sind irgendwie. Oder eigentlich nur aus Beleidigungen bestehen und so. Und er hat gesagt, er findet das lustig, aber keine Ahnung. Ich glaube, in Griechenland geht das auch noch mal richtig zur Sache. Also auch bei so Derbys, man ist ja auch in Deutschland schon hier und da Gewalt angesagt, aber ich glaube, in Griechenland brennt dann sprichwörtlich und wortwörtlich der Baum. Wenn es halt zum Stadtduell, was weiß ich, in Athen oder sowas kommt. Habe ich leider noch nie geschafft. Ich habe da auch so großes Interesse, da mal ins Stadion zu gehen, aber irgendwie hat sich das noch nie ergeben. Ja, keine Ahnung. Aber ansonsten würde ich sagen, jetzt heute, was hast du, also wenn ich so zu dir sage, meistens bin ich das ja, der dann einfach für uns Tickets kauft, hin und wieder gehen wir mal zusammen ins Stadion. Ich bin ja auch nicht bei jedem Spiel dabei, einfach schon aus Zeitgründen, aber sowas ist dann so, was hast du dann für eine Gefühlslage jetzt so auf dem Weg hierhin, Vater-Sohn-Tour? Ich finde, das ist ja, hat ja für mich auch noch zwei Komponenten. Zum einen, dass wir zum Fußball gehen und dann auch, du bist mein ältester Sohn, dass wir auch so eine Vater-Sohn-Tour hier einfach machen. Auf jeden Fall. Also ich sehe das auch relativ ähnlich. Ich meine, klar, es ist geil, sich einfach so ein Spiel anzuschauen. Und wie ich eben schon gesagt habe, dieser Ausflug ist einfach was geil. Dass man es einfach so macht hier an so einem Sonntag, einfach zusammen ins Stadion fährt, jetzt in dem Fall noch was zusammen aufnimmt, ein bisschen quatscht und so.
Ein Experiment. Aber ich glaube, also man muss das hinterher mal hören. Ich habe so das Gefühl, die Nebengeräusche, die halten sich. Ich habe das Gefühl, das geht ganz gut. Wir hören das hier selber hier. Ja. Also man kann es auf jeden Fall sich anhören. Ja. Schauen wir mal. Mhm. So, jetzt wechseln wir hier die Spur von der A4 auf die A4. Nicht von der A4, sondern auf die A4. Das fluppt meistens noch bei so einer Anreise mit dem Auto. Ja, der Stau kommt die meiste Zeit stehst du eigentlich auf der Aachener Straße. Das ist direkt in der Nähe vom Stadion. Ja, das ist die Aachener Straße, wenn wir da auf dem Parkplatz da fahren. Ja, ja. Aber wir sind Jode in der Zeit, 14 Uhr, die Stadionwurst ist noch. Die ist noch drin. Ist noch drin. Weil ich weiß noch, wir waren ja mal auch mit deinen Geschwistern zusammen im Stadion und die beiden Mädels, die finden vor allem ja auch das Gesinge am Anfang cool und mit dem Schal, die Hymne. Und da haben wir das damals, da hat das so geschneit. Und dann ich weiß nicht, das schon du meinst, das war am Ende ganz, das wurde am Ende ganz scheiße noch. Das hat ganz miese Züge angenommen gegen Ende. Das war die Abstiegssaison, die letzte, wo sie dann zur Pause 3-1 gegen Freiburg geführt haben. Und das hat eine halbe Stunde später angefangen. Die haben 2-11 reinkassiert, ne? Ja, und am Ende 4-3 verloren. Das war auch ein Spiel. Das ist so ein Spiel, wo ich dann einfach auch selbst am Ende richtig frustriert. Die Saison schon halb abgehakt hast, wo dann einfach so. Da bist man trotzdem richtig frustriert am Ende, weil zwischendurch, sie haben dann ja wirklich. Wie viel hatten sie zwischenzeitlich auch 3-0 geführt oder was da war 3-0, glaube ich, und dann 3-1 noch vor der Pause kassiert. Dann habe ich noch in der Pause, waren dann noch so zwei Typen. Da hatten am wir schon so Bedenken bekommen irgendwie. Ja, die sagten dann so, ja, auch gewinnen sie halt heute, aber. Das hilft auch nichts mehr hier in der verkorksten Saison. Da habe ich noch für mich gedacht, na, noch ist das Spiel ja gar nicht gewonnen. 3-1 zur Pause, ja, heißt gar nichts. Und dann war es am Ende leider wirklich so, dass sie dann noch 4-3 verloren haben. Boah, ich weiß noch genau, ich saß da so, wir saßen da so und wir führen noch 3-2 und das war wirklich eine der letzten Minuten. Und der Moment auf einmal ist einfach, also auf einmal merkt man so, dass alle halt irgendwie angepisst wirken oder so. Ich weiß nur so, was ist jetzt gerade genau passiert? Und dann habe ich gecheckt, dass es Elfmeter gibt. War nur so, oh nee, habe mich so komplett, ich habe es mir gar nicht angeschaut. Ich habe sogar weggeschaut, weil ich mir das einfach nicht ansehen wollte, wie das dann ausgegangen ist. Das kann man sich jetzt, denke ich, von dem, was wir gerade schon gesagt haben, ableiten. Und das 3-3 fühlt sich schon an wie die Niederlage. Dann haben sie in der Nachspielzeit nochmal den anderen Elfmeter kassiert. Und da war schon die ganze Menge leise. Da hat niemand mehr was gesagt in dieser ganzen Fernkurve, da saßen die einfach nur nochmal frustriert. Das war so ein maximaler Frustmoment in der ganzen Saison. Da war man nicht mehr sauer und hat irgendwie rumgeschrien oder so. Da saß man einfach da und war enttäuscht. Wir waren ja in der Saison, das war ja an und für sich die Saison davor, war ja richtig super, ja, mit dem Europapokalplatzierung. Boah, die war geil. Dann waren wir auch gegen Roter Stern Belgrad auch gemeinsam Im Stadion, wo Ivan der Schreckliche da sich angekündigt hat. Stimmt, wie war das denn gleich ausgegangen? Ich weiß noch, einer aus meiner Klasse. Der war so ein Belgrad-Fan, also der war so ein extremer Belgrad-Fan, hat mir noch so in der Schule immer so gesagt, dass Belgrad auf jeden Fall gewinnen wird, sowas. Er hat leider auch recht behalten, der FC hat da super gespielt, 80 Minuten lang und hat dann irgendwie ein ganz dummes 1-0 irgendwann, ich glaube in der zweiten Halbzeit kassiert. Ja, wieder so diese FC-Sache halt. Lattenschüsse und alles und haben das nicht geschafft, dann noch das Spiel zu drehen. Eigentlich unverdient verloren, aber sei es drum. Ja, aber diese Belgrad-Fans, die sind auch komplett ausgerastet, obwohl, war dieser Ivan der Schreckliche eigentlich da, oder? Der hat es nicht ins Stadion geschafft. Der war überall da, wo der Hubschrauber gekreist hat. Da haben die ja so verschiedene Gürtel da gemacht, so mit der so bewaffneter Polizei, bewährter Polizei, um den da vom Stadionsturm, der wollte so einen Blocksturm eigentlich machen, abzuhalten. Und das hat auch gelungen, ist auch gelungen, aber es hat natürlich echt eine riesige Polizeipräsenz dann mit sich gebracht. Da gab es auch diese Reihen von Polizisten, also was, und auch so abgetrennte Wände. Die Belgrad-Fans sind durch so einen Korridor mussten die laufen, um ins Stadion reinzukommen. Und da gibt es auch noch so ein paar ganz coole Fotos, weil die dann auch da Feuer gemacht haben. Und ich weiß noch, da gab es so richtige Stahlzäune so. Also ja. Die dazwischen aufgestellt wurden. Also weil so Gitterzäune, wo man so durchschauen konnte, wo man dann diese ganzen Belgrad-Fans lang pilgern gesehen hat. Ja, nee, die haben, glaube ich, riesen Respekt gehabt, weil da war ja noch irgendwie, ich krieg's gar nicht genau zusammen, aber vor 25 Jahren oder so beim letzten Aufeinandertreffen im Europapokal ist noch irgendwie eine Rechnung offen geblieben, so eine Art Hooligan-Rechnung. Und die sollte dann an dem Tag beglichen werden. Oh, wow. Aber ich habe dann trotzdem meinen Sohn damit ins Stadion geschleppt, weil das einzige Spiel war, wo ich Tickets für bekommen hatte. In der zweiten Verlosungsrunde. Die waren ja ratzfatz weg, selbst als Mitglied.
Wir leben halt gefährlich, ne? Ja, das, ja, im Endeffekt war ja alles ganz... Ich weiß, aber trotzdem. Ganz harmlos. Aber ich habe schon zwischenzeitlich gedacht, na, wenn jetzt hier irgendwie so ein Tribünensturm einsetzt, wo hast du dann deinen Sohn hingeschleppt? Aber du hast dich fast mal auch einmal selber in Bedrängnis gebracht, das weiß ich auch noch, war mal gegen Schalke. Ja, da hat so ein Schalker-Fan von irgendwas irgendwie von oben irgendwas runtergeschüttet oder so. Ja, und dann hast du dem schön den Mittelfinger da hoch gezeigt und dann habe ich nur gesagt, musst mal aufpassen, bei so einem Gesellen hast du auch mal schnell eine hängen. Und dann hast du nur gesagt, siehst überhaupt nicht mehr aus wie ein Kind, aber hast du gesagt, dann hat der aber ein richtiges Problem, wenn der ein Kind schlägt. Ja, okay, wie lang ist das jetzt her, ist die Frage. Dann warst du 13 oder 14 auch schon. Also ja, stimmt, also es ist eigentlich kein Argument mehr. Du sahst jedenfalls nicht, also wenn du mir, so wie du da stehst, 1,80 damals wahrscheinlich schon groß, irgendwie den. Dich hat ja sogar der Typ ernst genommen. Ich hatte ja gemutmaßt, dass es keinen Alkohol gibt. Weißt du noch diese Situation, dass die alkoholfreies Bier ausschenken? Hat dich ja einer gefragt, ey, wo kann man hier Bier kaufen? Und da hast du dem doch irgendwie gesagt, hier ist doch heute nur alkoholfreies Bier. Das ist ja so völlig in sich zusammengebrochen. Ja, das weiß ich noch. Der war komplett niedergeschlagen danach. Was? seine ganze Welt wird zerstört. Los. Oh, schade. 14:06 Uhr. Jetzt habe ich gerade noch irgendwas im Kopf gehabt, was ich sagen wollte. Ah, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Ja, ansonsten. Aber mit dem Schalke-Spiel, das war auch, da bist du auch so richtig, das war auch so ein Spiel, wo die sehr gut gespielt haben und am Ende unglücklich aus dem Pokal ausgeschieden sind. Ja. Letzte Saison, zweite Liga. Ja, das weiß ich noch, das war wirklich so. Aber es war eigentlich ein gutes Spiel, also. Ja. Was ich auf jeden Fall, also apropos gutes Spiel, was ich auch sagen wollte, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Spiel, was wir gleich sehen werden. Ich denke schon, dass es ein gutes Spiel werden könnte, egal wer dann am Ende gewinnt. Wie schon gesagt, für uns kann es ja eigentlich nur eine positive Überraschung werden. Ja. Und auch sonst, es wird bestimmt ein gutes Spiel. Also ich glaube, gehe ich schon von aus. Vor 2 Jahren, in der Abstiegssaison, haben die vor Schluss auch gegen die Bayern gespielt und haben sie eigentlich ganz gut ausgesehen. Am Ende haben sie 4-2 verloren, aber die hatten zwischenzeitlich auch geführt. Das habe ich im Saturn, ich war an dem Tag im Saturn, habe dann auf so einem Fernseher, der da stand, draufgeschaut und sehe nur so, was, die führen gerade gegen die Bayern, das ist ja krass. Ja. Ja, das Gefährliche an den Bayern ist, die sind auch in der Lage, in den letzten Sekunden das Comeback, ne? Dass sie halt dieses Comeback noch rein. Das zeichnet natürlich auch eine gute Mannschaft aus. Ja, man kann nicht sagen, natürlich sind sie eine gute Mannschaft, aber ich sag ja, vielleicht geschieht ja, wir dürfen heute mal nicht die Hoffnung aufgeben. Es kann ja immer noch was werden, auf jeden Fall. Ja, wir stehen jetzt hier übrigens im Stau auf der Auffahrt zu A1 mit unseren Headsets auf und sehen wieder aus wie Piloten. Schade, dass wir nicht so noch so Pornobrillen hier dabei haben, dass er so richtig so, guck mal, der guckt wieder, was sind das für Typen? Genau, kannst du mal winken? Ich hab noch gewunken, der hat zurückgewunken. Ja. Netter Typ. Ich denke auch, die spielen hier schon Karneval im Raumschiff zum Spiel. wenn wir in Urlaub fahren, sitzen wir doch auch oft hier vorne. Du schläfst dann nicht und dann düsen wir nachts so über die Autobahn, dann sagen wir doch immer, das ist hier unser Space Shuttle. Stimmt, das wirkt dann wirklich so, weil man kann in diesem VW-Bus so richtig von oben quasi auf die Straße runter sehen. Oh, jetzt gucken sie alle. Man kann so richtig auf die Straße runter sehen vom VW-Bus hier und das ist echt geil, hier so nachts lang zu fahren. Weiß ich noch genau, als wir nach Klubenhagen mal gefahren sind. Ja, genau. Mhm. In der Nähe von Bremen. Ja. Auf jeden Fall, jetzt gerade, ich denke mal, wenn jetzt irgendjemand, also wenn man sich jetzt diesen Podcast hier anhört, dann werden ja die meisten wahrscheinlich schon wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Davon ist auszugehen. Ja, jetzt gerade, wir sind noch so naiv, wir wissen noch gar nichts. Vielleicht ja, werden wir dann nach Jubel zurückfahren. Lass uns doch gleich auf dem Rückweg nochmal die Kiste anschmeißen und nochmal ein Fazit machen, wie es so gelaufen ist. Und du kannst ein bisschen mit dem Mädel hier im Nachbarauto flirten. Ah, das ist eine gute Idee. Und ich würde sagen, für den Moment, fällt dir noch ein, was du eben sagen wolltest? Sonst gucken ja, wir später nochmal. Halt, ich finde es halt krass, so jetzt gerade wissen wir noch nicht wie es ausgehen wird. Und in ein paar Minuten wird man uns hören, also in ein paar Minuten für den Zuschauer wird man uns hören, wie wir halt über das Ergebnis reden wahrscheinlich, nochmal ein Fazit ziehen. Ja. Ja, noch sind wir hier unwissend. Ja, aber das ist doch auch eigentlich das Geile am Fußballfan sein, also zumindest bei mir, selbst wenn es eine, das ist ja auch jetzt keine einfache Saison, die stehen zwar momentan auf dem 14. Platz, so mit ein bisschen Abstand zu den Abstiegsrängen, haben sich ganz gut befreit in den letzten Wochen.
gleichwohl ist es jetzt auch keine tolle Saison und du verlierst ein paar Spiele und fährst aber zu jedem Spiel dann irgendwie wieder hin und es wird halt neu gestartet. Ne? Neues Spiel, neues Glück, bist dann wieder so voller Hoffnung. Vielleicht starten die sogar gegen, also wenn ich mir nur daran denke, die haben jetzt gegen Leverkusen gewonnen, die haben gegen Wolfsburg gewonnen, gut Bremen, das hätten sie auch gewinnen müssen, aber da waren schon so ein paar Siege in den letzten Wochen dabei, die gar keiner erwartet hätte nach dem Start in die Saison. Und das bestärkt einen eigentlich da drin, dass man immer wieder bei Null anfangen sollte. Ne? Also ja, deswegen jetzt auf jeden Fall diese Vorfreude genießen. Nachher sitzt du vielleicht hier im Auto und denkst, ja, scheiße, natürlich. Ja, oder wir freuen uns. Das kann auch sein. Du wirst ja, es ja nicht. Ja, völlig. Wir können immer noch eine Überraschung hier. Ja, ich glaube auch an die Überraschung. Ja. Dreckiges 1-0. Dreckiges 1-0, okay, das ist dein Tipp. Was wäre denn dein Tipp? Mein Tipp? Ach, keine Ahnung. Wir machen ja jetzt hier so ein kleines Vorher-Nachher. Wir machen ein Experiment in vielerlei Hinsicht. Dann sag ich einfach mal, keine Ahnung, dann sag ich einfach mal 2-1. Natürlich für Köln, ja, klar. Ja. Die Bayern führen 1-0 und dann in den letzten Minuten holen sie noch das 2-1, holen sie noch das 2-1 genau, raus. Dann nehmen sie es auf die leichte Schulter, wechseln alle Arrivierten aus wegen Champions League und dann schlägt unsere Stunde mit so einem dreckigen 2-1 Kopfballtor in der Nachspielzeit von John Córdoba mit dem Hinterkopf. Ja. Ja, da ist übrigens gerade schon ein KFC-Nummernschild. Ja, die siehst du ja immer am Spieltag hier im Stau ganz viel. KFC oder auch andere Städte mit FC, das ist so wahrscheinlich so ein Geheimzeichen. Aber KFC ist ja besonders, das passt ja am besten. Das beste Nummernschild ist immer noch KFC 1. Tja, wer das wohl hat. Der ist so glücklich. Am Ende ist es so jemand, der so gar nicht weiß, der sogar kein Köln-Fan ist und davon gar nichts weiß eigentlich und gar nicht weiß, was er für Nummernschild hat. Ja, ich glaube, KFC 1948 dürfte auch sehr beliebt sein, so das Gründungsdatum. Mhm. Aber mal schauen, gesehen habe ich es noch nicht. Ja. Jo. Naja, dann würde ich sagen, genießen wir hier noch ein bisschen den Stau, genießen wir die Vorfreude. Wir werden jetzt bestimmt noch eine halbe, dreiviertel Stunde brauchen, bis wir da auf dem Parkplatz sind. Deswegen fahre ich immer schon um 1:30 los, was eigentlich viel zu früh ist, 2 Stunden vorher. Und dann unsere Wurst und dann melden wir uns auf dem Rückweg nochmal und erstatten Bericht. Jo, dann würde ich sagen, bis in für euch ein paar Sekunden, für uns mehrere Stunden. Ja. Bis gleich. Jetzt wird hier schon gehupt. Bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. So, Oskar, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Es ging jetzt nicht so gut aus. War eine knappe Kiste, oder? Es war eine knappe Kiste. Fast hätten wir nochmal das Comeback geschafft. Ja, nach 11 Minuten 3-0 für die Bayern. Ist halt scheiße. Also unser Tipp ist halt nicht so ganz aufgegangen. Es war knapp, aber die erste Halbzeit, so schlecht sie war, so gut war die zweite Halbzeit. Also ich muss sagen, das war ein ganz cooles Spiel eigentlich im Nachhinein. Also ihr wisst es ja sicherlich schon, 4-1 ging es verloren, hätte aber auch deutlich knapper ausfallen können. Denn allein in der zweiten Halbzeit gab es 3 richtig große Chancen. Noch. Richtig große. Ausgleich wäre fast drin gewesen, mal ganz im Ernst. Ja, also zweimal stand der Modest frei vom Torwart, einmal der Córdoba, hätten sie jedes Mal die Nerven behalten und nicht dem Neuer ans Bein geschossen, wäre das Ding hier 4-4 ausgegangen und wir hätten uns freuen können, so wie wir es vorher prognostiziert haben. Ja. Jetzt stehen wir hier auf dem Parkplatz, es ist mega Stau, alle wollen raus durch eine kleine Ausfahrtstraße, die nur 2 Spuren hat. Das wird also noch ein bisschen dauern, deswegen können wir hier ganz gemütlich podcasten und feststellen, das ist jetzt heute wie so ein roter Faden, das ist jetzt ein bisschen ein kleiner Exkurs, aber Fußballfans, wenn die gesoffen haben, werden ja auch irgendwie eklig. Ich habe jetzt schon den dritten gesehen, der einfach völlig wahllos in die Gegend pisst. Der stand hier, das ist ein, müsst ihr euch vorstellen, eine Wiese, so groß wie 10 Fußballfelder, voll mit Autos, die hier alle irgendwie runter wollen und einer, der kann nicht mal über diese Wiese bis in den angrenzenden Wald gehen, sondern stellt sich mitten auf die Wiese und schifft hier vor sich hin. Es ist ja noch nicht mal richtig dunkel. Und eben am Stadion war einer, der hat im Laufen gepisst.
Ich weiß nicht, ob gar nicht, ob du das gesehen hast. Der wollte ja, zu dem Baum, gesehen. Hat aber schon wie so ein geplatztes, wie so ein geplatzter Schlauch da so von sich gestrollt, während er da hinlief. Der hat sich bestimmt die ganze Hose eingesaut. Aber egal, wahrscheinlich war er schon voll genug. Auf dem Hinweg habe ich einen gesehen, der kam mit so einem Einkaufswagen oder so an, wo das Bier dann rauslief unten die ganze Zeit, weil er das nicht zugemacht hat irgendwie. Ja, das sind diese Flaschensammler, die es hier überall gibt. Kann auch sein, keine Ahnung. Sah jedenfalls naja. Witzig aus. Aber was ist unser Fazit? Die Wurst war ganz gut, oder? Ja, die war gut, also das hat sich gelohnt. So eine Krakauer, da kann man auch schon mal Eintritt für zahlen. Die ist lecker. Und auch ansonsten ist eine gute Atmosphäre. Ja. Das schon. Also. Das Beste ist eigentlich so am Anfang, ne, mit der Hymne. Wir haben es geschafft. Ja. Es war wirklich sehr viel Stau, als wir hier euch rausgeworfen haben, standen wir ja gerade im Stau und das hat dann echt noch eine gute Stunde gedauert, bis wir diesen Stau umschifft bzw. durchschifft hatten. Mit Schiffen kennen wir uns heute aus. Ja, also wie gesagt, ich sage ja, Schiffen ist so ein bisschen das Thema. Ich war zum Glück gerade schiffen, bevor wir hier in das Auto eingestiegen sind. Sonst hätte ich jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen Druck auf der Blase, denn das Kölsch war auch ganz lecker. Aber ja. Ansonsten... die ersten zwei Minuten haben Spaß gemacht, so zu sehen. Genau. Die ersten zwei Minuten waren spannend. Die ersten zwei Minuten und dann ging das, also das war ganz schlimm. Das war dritte Spielminute, dann ging es schon los und also da war dann das schon das 1-0 und wir hatten noch nicht aufgehört zu singen und sowas, da stand es dann schon auf einmal 1-0 für den Gegner. Ja, fünfte also, Spielminute 2-0, 11. oder 12. 3-0, da bist du ja eigentlich schon bedient, aber ich muss sagen, die haben wirklich nochmal Gas gegeben in der zweiten Halbzeit und wir hatten ja fast das erste Tor verpasst, wenn es denn gezählt hätte. Da hat natürlich wieder der elendige Videoschiri das zurückgepfiffen, denn die kamen aus der Kabine und haben auch in der 2 Minuten nach Wiederanpfiff ein Tor geschossen. Das ist irgendwie so ein Trend heute. Ja. Ja, aber unser Tor wurde natürlich nicht gegeben. Und insofern sitzen wir hier, unser Tipp ging nicht auf uns. Stell dir mal vor, das Tor wäre gegeben worden, dann gab es ja noch so ein Abseitstor und dann die 300%, die sie dem Neuer ans Bein geschossen haben. Dann wären wir hier mit 6-4 nach Hause gefahren. Ja, aber man muss auch sagen, am Ende haben die Bayern sich dann auch nicht mehr so sich so die Mühe gegeben, sag ich mal. Also das war ja schon gewonnen. Die haben noch ein bisschen verteidigt am Ende, aber haben dann keine, die haben einmal ja noch eine Offensive gestartet, was dann auch das vierte Tor von denen war. 4-1, ja, das stimmt. Die haben kaum, haben sie eins zugelassen, haben sie einmal gezeigt, wenn wir wollen, schießen wir immer noch mal eins mehr als ihr. Ja, ist schon ein bisschen frustrierend, aber auch das ist eben FC-Fan sein. Muss es beim nächsten Mal klappen. Und ich weiß nicht, ist dir eigentlich eingefallen, was du auf dem Hinweg noch erzählen wolltest? Das war ja das. Also da wollte ich nur sagen, dass ich mich auf das Spiel freue und dass es ein gutes Spiel wird. Wahrscheinlich. Das war die Sache. Ja. Ach, das ist ja, für uns ist das schon Stunden her jetzt. Und man hört vielleicht auch, dass wir jetzt schon ziemlich müde sind nach so einem Spiel und so. Ja, also das ist so, man vorher pusht man sich so auf und hinterher, da fällt das dann alles ab und ja, ich würde mir jetzt auch wünschen, dieser Stau würde sich auflösen, wir würden hier einfach rausfahren können nach Hause und dann so das Wochenende noch ausklingen lassen, ne? Du hast morgen auch wieder Schule, ne? Oder hast du mal wieder frei? Hab morgen ausnahmsweise mal Schule. Ach, Frechheit, ich muss auch arbeiten, also irgendwas läuft da ganz gehörig verkehrt, aber... Ja, dann die nächsten, da haben wir noch so einen Typen auf der Tribüne kennengelernt, der wollte uns ja überreden, dass wir nächste Woche mit nach Berlin fahren. Ich habe gar nicht verstanden, was der gesagt hat. Ich habe irgendwie, also den ganzen Trubel und beim Geräuschspiegel habe ich ihn gar nicht verstanden, habe immer nur so, ja gemacht. Er hat uns immer erklären wollen, dass Berlin ja eine schöne Stadt sei und dass wir da unbedingt mal hinfahren. Ja, da waren wir ja gerade erst im Sommer. Also. Ja, kann der ja nicht wissen, aber der fährt nächste Woche nach Berlin. Und war ganz nett, hat ein Foto von uns gemacht. Mal gespannt. Wenn es gut ist, können wir das ja vielleicht einstellen. Bei dir natürlich mit einem schwarzen Balken aus Jugendschutzgründen. Klar. Wäre irgendwie lustig, wenn wir jetzt nochmal diese Familie von der Hinfahrt treffen würden, den wir da gewunken haben. Ja, die immer noch denken, wir sitzen hier im Space Shuttle und sind zwei komische Piloten, möchte gern verkleidete Karnevalsfreaks. So, jetzt spitze ich das hier zu. Also in diesem Sinne, wir schicken fröhliche Grüße an diese Familie raus, sollten Sie das mal hören. Wir sind die Typen mit dem weißen Benanza-Bus im Stau neben euch mit den komischen Headsets auf. Und wäre lustig, wenn man die so wiederfindet. Genau. Das wäre lustig. Gibt es sonst noch irgendwas, worüber hier wir philosophieren können? Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir sind relativ fertig hier, sowohl... Eine Sache ist mir noch vorhin eingefallen. Das ist jetzt auch ein kleiner Exkurs, aber ich habe ja gesagt, dass du nicht so der
Kicker bist, wenn es darum geht, Ball zu spielen, ne? Ja. Aber du bist ja gleichwohl ein Zocker. Und ich, diese Leidenschaft, die ich als Kind beim Fußballspielen hatte und auch heute noch, wenn ich ein Bällchen sehe, die gibt es ja nach wie vor bei dir, oder die gibt es auch bei dir, wenn nämlich der Computer an ist und du bestimmte Games zockst. Also das muss man vermutlich einfach akzeptieren, dass das auch eine Art von, lassen wir mal Fußball außen vor, aber von Sport ist, oder? Sportleidenschaft oder Spielleidenschaft, die da zum Ausdruck kommt, und Ehrgeiz, das darf man wahrscheinlich nicht vergessen oder nicht immer klein machen. Ja, letztendlich ist es ja was anderes, aber wobei ich immer, wo ich immer gut dabei bin, ist halt die Leidenschaft beim Zusehen. Sei es jetzt ein Smash Ultimate Turnier auf der Gamescom, was wir da gesehen haben. Ja. Im Sommer, was ziemlich cool war, wo wir auch viel dabei waren und viel auch gebrüllt haben. Oder jetzt halt im Stadion. Also ich bin da immer mit sehr viel Elan bei der Sache. Ich muss sagen, das ist ja nicht so meine Welt, diese Gaming-Welt. Und wir sind da auf die Gamescom gegangen, du hast es gesagt. Und dann gab es da diese Turniere, verschiedene Turniere habe ich mir da angeguckt. Da gab es auch, glaube ich, World of Warcraft als Turnier. Und es gibt natürlich auch FIFA, Soccer, Fußball als Turnier. Da möchte ich auch immer mal jemanden treffen, der das so halbwegs professionell spielt, den man mal interviewen könnte und der mir dann sozusagen den Liga-Alltag erklärt von so einem E-Sports-Turnier oder von so einer Mannschaft. Aber es ist ja schon irgendwo vergleichbar, und die Leidenschaft, mit der du da zu Wege gehst, die ist ja nicht gering. Also da flippst du schon mal aus. Ja, sowohl im Stadion beim Fußball als auch eben bei anderen E-Sports zum Beispiel. Da kann man auf jeden Fall. Ja. Naja, also ich würde sagen, mein lieber Sohn, es war ein sehr schöner Ausflug. Wir werden hier bestimmt noch anderthalb Stunden auf diesem Parkplatz stehen. Ja, noch ist ja nicht zu Ende der Ausflug, aber. Genau, noch sind wir, glaube ich, seitdem wir hier angefangen haben, wieder zu sprechen, wie viele Meter sind wir vorwärts gekommen? 10. Ja, also ohne jetzt hier noch weiter vom Thema abzuschweifen, weil das soll ja eigentlich Fußball sein. Also herzlichen Glückwunsch an alle Bayern-Fans. Eure Erwartung wurde erfüllt, ist nicht enttäuscht worden. Und unsere Erwartung so gesehen eigentlich auch, weil wir konnten nur gewinnen. Hat heute leider nicht geklappt, ist aber nicht schlimm. Die Mannschaft hat gut gefightet in der zweiten Halbzeit. Ebenso herzlichen Glückwunsch an alle, die bis hierhin jetzt mitgeschaut haben. Und auf jeden Fall ein dickes Danke dafür, weil so einen ganzen Podcast sich anzuschauen, das ist schon mal etwas. Und ja, vor allem, wenn man nichts sieht, sondern nur hört. Das ist ja so beim Podcast immer ein bisschen langweilig, wenn man das bei YouTube, ist anders als bei deinen Videos, Lord Barney, da sieht man bei mir nicht viel, sondern nur das Cover und so einen Grafen. Das kann man sich hier gut irgendwie nebenbei einfach anhören, während man irgendwas anderes macht. Dafür sind Podcasts ja eigentlich auch da. Deswegen gibt es ja auch so viele Leute, die das mögen. Apropos mögen, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann liked und edit und followt ihm doch einfach, wo auch immer das geht, auf jeden Fall bei iTunes, und bleibt uns da immer wohlgeneigt und wohlgesonnen. Würde mich freuen. Jo. Mein Sohn, das war die Vater-Sohn-Folge mit einem Bericht über unseren Ausflug nach Köln zum Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Bayern München. Ausnahmsweise mal was Aktuelles. Was wir genutzt haben, um ein bisschen zu schnacken. Ja, die Frage ist, ob es immer noch aktuell ist, wenn du das Video hier hochlädst, ne? Wahrscheinlich nicht mehr ganz so aktuell, aber das Schöne an dem Podcast ist, ich habe keinen Anspruch darauf, dass das aktuell ist, weil Fußball ist ja auch irgendwo zeitlos schön. Das war schön gesagt. Ne? In diesem Sinne, ihr lieben Fanatics, habt einen schönen Abend. Wir widmen uns jetzt mal wieder dem Stau und anderen Themen oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie hier rauskommen. Ich freue mich schon. Macht es gut. Bis bald. Tschüss. Ich habe fertig.